are the Fagin ruins? How'd you figure a place like this turns derelict? Your guess is as good as mine. I didn't even know this place existed until we heard about it. All that matters to me is whether I can find anything to wear in there. Why does she care so much about her appearance? Ah, das heißt, wir sind also hier richtig. Also vom Spielgefühl her, was ich eigentlich sagen wollte, fühle ich mich hier irgendwie sogar bislang von allen Tales of Teilen, die ich gespielt habe, am wohlsten mit. Es spielt sich sehr flüssig. Es ist, ja, ich finde es mega. Also es macht mir echt richtig viel Spaß, muss ich sagen. Bislang großartig. Also zur Story kann ich natürlich noch nicht viel sagen, das ist klar. Wir sind ja noch ganz am Anfang. Aber ich finde es klasse. Also würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr mir das mal in die Kommentare schreiben könntet. Ich hoffe sehr, dass euch das Spiel genauso gut gefällt wie mir, weil ich bin, ehrlich gesagt, schon wieder voll im Tales of Modus. Ich habe ja eben schon gesagt, ich bin schon wieder so komplett drin im Spiel und oh mein Gott, ich mag tatsächlich gerade überhaupt nicht aufhören hier. Deswegen werde ich einfach noch ein bisschen weitermachen. Also für diejenigen, die das Ganze auf YouTube noch nachschauen, ich bin jetzt seit knapp 1,75 Stunden hier im Live-Let's Play und ja, ich will nicht aufhören, weil es so geil ist. Es macht einfach so einen unfassbaren Spaß. Ich mag diese Art Spiele sehr, sehr gerne, muss ich wirklich sagen. Und das hier, das fesselt mich wirklich schon wieder ab der ersten Minute, muss ich sagen. Es macht einfach Spaß. So, kommen wir da irgendwie rauf? Nee, scheinbar nicht. Dann müssen wir da aber auch nicht hoch. Okay, hier haben wir nochmal Gegner und da rechts ist noch ein Haus. Da können wir mal noch schauen, ob wir da irgendwas Interessantes drin finden. Voila. Wie block ich denn? Da kann ich mir anscheinend die Informationen angucken. Zum Gürteltier. Wir haben noch nicht gelernt, wie man blockt, oder? Wir kriegen bestimmt noch mal ein Tutorial, wo wir auch noch das Blocken beigebracht kriegen. Ah ja, was haben wir hier noch drin? Apfelgelee. Okay. Om nom 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 nom. Ui, guck mal, hier haben wir ganz viele Fliegeviecher. No choice. Come one, come all. It's over. You're mine. Hier wäre es auf jeden Fall gleich wieder nice, wenn sie hier, genau. Okay, das Allermeiste hat sie ja nicht mehr ausgehalten. Die Wespe hier. Okay, die ist gerade am Boden, das heißt, da können wir das hier nutzen. Bäm! Bäm, Oida! Oh mein Gott, es macht so Spaß, Leute. Also bislang, wenn ihr Spaß an solchen RPGs habt, der Stil muss einem natürlich auch gefallen. JRPG, klar, das ist halt, dem einen gefällt es, dem anderen gefällt es halt nicht. Dennis zum Beispiel ist überhaupt kein Fan von Manga, Anime und demnach auch JRPGs. Ist nicht seins. Aber wenn euch sowas gefällt, dann kann ich hier also jetzt schon eine absolut klare Kaufempfehlung aussprechen. Ich finde es jetzt schon bombastisch. Also, wow. Ah, guck mal, da ist ein Schwachpunkt. Okay, hier ich komme. No escape! Magna Ray! Take this! I'm not done! Take this! Das heißt, wenn ich da jetzt hochhüpfe. Take this! You're mine! It's over! Ouch!
Okay, eigentlich, das war jetzt eigentlich Blödsinn, das zu machen, weil der kann ja eh nicht in die Luft. Seltsamer Kerl. Oh. Wann haben wir denn Level 7 erreicht? Oh, Kartoffeln. Kartoffeln mit einem Möhrensymbol. Ich glaube, generell hat das Essen hier ein Möhrensymbol. Gegen die Zeugels kämpfen wir nochmal. Oder die Wölfe. Und... Los, hau drauf! Jawohl, ja. Seems about right to me. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Das hat mich jetzt gerade schon wieder abgelenkt. So, Steinchen hier. Also irgendwo da hinten sind ja auch noch die Ruinen, wo wir hin müssen. Wahrscheinlich müssen wir bis da hinten hin. Da ist auch nochmal ein Lager vorne vor. Aber, nee, guck mal, da hinten hätten wir auch runter und draufklettern können. Wer ist das? Okay, mit dem können wir noch nicht reden. Das wird wahrscheinlich später dann interessant werden für uns. Oh, und wisst ihr was auch toll ist? Wir können sprinten, ohne dass wir eine Ausdaueranzeige haben. Das ist awesome! Aua! Oh, sie hat uns geheilt. First Aid. Oh. Ich habe gar keine, jetzt kann ich wieder Artis nutzen. Wie hart sie mit ihm hier ins Gericht geht. Du lässt nach. Ich möchte bitte noch lernen, wie ich blocke. Aber es lernen wir bestimmt noch, wie gesagt. Also, ich glaube zumindest, dass wir bislang noch kein Tutorial fürs Blocken hatten. Okay, was haben wir hier? Auch cool, dass er Karpfen, okay. Cool, dass er noch so ein bisschen weiterläuft, wenn er irgendwo runterhüpft. Das macht das Ganze auch irgendwie nochmal realistischer. Da sind schon wieder Viecher. Ah, Leute, ich werde bestimmt werde ich bis zum nächsten Mal, wenn ich die nächste Folge aufnehme bzw. live streame, werde ich mit Sicherheit noch ein bisschen grinden, einfach weil ich total Bock drauf habe. Also das habe ich tatsächlich so in dem Maße lange nicht mehr gehabt. That's what I like to hear. Ich weiß es nicht, wie interessant es für euch ist, mir hier beim Grinden zuzugucken, aber gerade genieße ich das auch so ein bisschen, einfach nur die Mobs umzuhauen und so ein bisschen, Kampfroutine auch zu sammeln. Ja, ich meine, ich spiele das jetzt auf Handlungen, das heißt mit leichter Kampfschwierigkeit, aber ja, ich brauche kein Demon's Souls. Ich muss nicht komplett verzweifeln in einem Spiel, damit es mir Spaß macht. Ich tendiere dann sogar eher dazu, dass ich zu schnell frustriert bin, wenn ich eigentlich Bock habe, die Geschichte zu erleben und dann komme ich nicht weiter und kann die Geschichte nicht erleben. Und von daher ist es mir so definitiv leichter. Es ist vielleicht für den einen oder anderen auch dann uninteressant. Da gibt es bestimmt Leute, die sagen, nee, also wenn dann schon ein bisschen schwieriger, ansonsten ist der Reiz nicht da und dann gucke ich es auch nicht so gerne. Aber wie gesagt, für mich persönlich ist es einfach interessanter, wenn ich mehr Augenmerk auf die Geschichte legen kann. Lavendel, ein Kraut, das Angriff versteckt, wenn man es benutzt. Okay. Da muss ich auch mal mich so ein bisschen reinlesen, was die ganzen Kräuter so bringen und was wir damit anfangen können. Da kommen wir nicht hoch. Ich glaube, ich habe jetzt hier soweit alles erkundet. Und dann wird es nur noch bis da hinten gehen. Benachbarte Karte.
da geht's dann... Oh, guck mal, da ist nochmal so ein Golem, sag ich jetzt mal. Wow, habt ihr es gesehen, wie episch wir einfach ausgewichen sind? Au! Oh mein Gott, hat er reingehauen. Ich weiß es nicht, ob das hier schon zählt als, hey, wir stehen hinter ihm und treffen seinen Schwachpunkt, oder ob wir noch irgendwas anderes machen müssen, als nur aus der Richtung drauf zu boxen. Das weiß ich jetzt nicht. So, hier ist wieder ein Lagerfeuer, wo wir uns ausruhen können. I wonder if those are the Fagin ruins below us. Shouldn't be too much farther now, if that's the... I guess it's been a while since I had a bite to eat. Don't worry about me. I'm used to working while I'm hungry. It's no big deal. It is a big deal. You should eat whenever you can. The last thing I need is you keeling over in the middle of a fight just because you didn't eat. Never thought I'd get lectured on eating by a Renan, of all people. Yeah, well, some of us Renans know what it's like to go without food, believe it or not. What do you mean? I thought... This isn't about me. Now, are you going to eat or not? I would, if we had anything to eat, but we don't. Actually, I have a little bit of food on me. You've been carrying that stuff around this whole time? Not sure it's gonna be enough for the both of us, though. That's why we're going to cook it instead. Cook? I've never done anything like that before. Me neither, to be honest. But we've got to make something out of all this, so might as well try. Ah, wunderbar. Jetzt kriegen wir unser Kochtutorial. Kriegen wir beigebracht, wie wir uns verpflegen können, um uns zu stärken. Gut. What are you staring at me for? Your clothes are all about function over form. You should think about sprucing them up a little. Why? What purpose would it serve? I guess you're right. Okay, kochen. In Lagern und Gasthäusern kannst du Mahlzeiten kochen, die nach dem Verzehr vorübergehende Effekte verleihen. Suche nach Rezepten, um neue Gerichte zuzubereiten. Zutaten findest du an Fundstellen sowie in Gemischtwarenläden. Wenn du eine neue Mahlzeit isst, werden die vorherigen Effekte überschrieben. Je nachdem, welches Gruppenmitglied kocht, unterscheidet sich die Wirkung und Dauer der Effekte. Es ist also ratsam, den Küchenchef immer anhand deiner aktuellen Ziele und dem Gesamtstatus der Gruppe auszuwählen. Okay, wir können Haferbrei machen. Dafür brauchen wir 3 Weizen pro Haferbrei. Ein mildes Gericht aus Getreide, das in Wasser gekocht wird. Es ist zwar sättigend und bekömmlich, hat aber kaum richtigen Geschmack. Ah, Verteidigung hoch. Okay. Wirkung und längere Dauer verdoppelt. Verbrauch doppelt so viele Zutaten für plus 90% höhere... Ah, okay. This should definitely keep you guys full. Cool, wir haben eine Trophäe dafür bekommen. Nice. You really do eat through that mask of yours, huh? I'm impressed you can manage so well. Huh? Oh, it's nothing. You get used to it after a while. Still, I'm glad we decided to stop and fill our stomachs. I've got a newfound respect for cooking now. But I guess that's easy when you're used to eating everything raw. It would have been perfect if it had any flavor. Sorry it didn't live up to your palate. Oh, no, that wasn't a knock on you. I was just... Sorry, that's not how I should thank you for cooking for me. You've got me curious now. Is it just pain you can't sense, or are your taste buds shot too? Oh, sure, my taste buds work fine. Although, apparently what I like tends to be a little out there. How so? What's so unusual about what you eat?
Well, one time I couldn't get enough of these things I picked off a plant, but everyone else said they were way too spicy. Doc thinks maybe I crave spicy food to compensate for the lack of pain I feel. Maybe it's best I take charge of the cooking. You know, just to be on the safe side. I can't guarantee it'll be to your tastes, though. I said I'm sorry. Look, I'll learn to tone down my tastes in the future, so let's just put that slip of the tongue behind us already. Vergiss es, du hast es verkackt. Das kannst du nicht mehr retten. Das funktioniert nicht mehr, glaub mir. Aus dem Mund einer Frau, das kannst du einfach nicht mehr retten. So, Emblem erworben. Shion ist jetzt Schnellkoch. Gut. Wo fällt das denn drunter? Ach so. Ach ja, stimmt. Gegenangriff kann sie auch. Was ist das hier? Flammenschlag? Ein Anfängerfeuerarte, das drei Feuerbälle vom Himmel fallen lässt. Weicht nach rechts aus und feuert dann zwei Wasserschüsse ab, wie beim Aufprall von Seite zu Seite fliegen. Das könnte hier ganz interessant sein. Ich meine, wir sind hier in so einer Feuerwüste unterwegs. Da ist vielleicht Wasser gar nicht so schlecht. Nahtoderfahrung, stärkere Angriffe. Giftige Wasserblasen, die den Gegner vergiften können. Auch nicht schlecht. Dots sind auch immer ganz nice. Aber ich glaube, ich würde das hier nehmen wollen. Dann muss ich nur gucken. I think we've rested long enough. Let's keep moving. Dann muss ich hier aber mal in die Fertigkeiten-Matrix, nee, nicht Fertigkeiten, Artis, Einstellungsmenü. Du kannst erlernte Artes den verschiedenen Tasten zuweisen. Du kannst drei Artes zum Einsatz auf dem Boden sowie drei weitere Artes zum Einsatz in der Luft wählen. Insgesamt lassen sich also sechs Artes ausrüsten. Drücke L2 oder R2, um deine verfügbaren Artes einzusehen. Charaktere im Automodus können alle ihre Artes einsetzen. Du kannst dabei mit Viereck Artes abwählen, die sie vermeiden sollen. In diesem Menü lassen sich außerdem Heilungsartes wirken, okay. Also hier habe ich ja nur zwei, deswegen sind da auch nur die eingesetzt. Und sie hat jetzt hier, nee, Trugbild hat er noch. Okay. Ach so, und sie, ja genau, sie nutzt alles automatisch. Okay. Kann ich jetzt bei ihm eigentlich schon Kostüme auswählen? Also scheinbar kann ich auch alles, was ich jemals irgendwie hier bekommen habe, einsetzen unter Outfits. Was mich aber mal noch interessieren würde. Wäre, ob ich die Charaktere auch irgendwie einzeln bearbeiten kann. Gruppenanführer ändern im Übrigen, wenn ich da drauf klicke, dann links habt, seht ihr dann dieses Fähnchen. Bei Eisenmaske und Shion. Und wenn ich jetzt auf Shion gehe, dann laufen wir halt mit Shion durch die Gegend und nicht mit, ich glaube, ich sage lieber Iron Mask. Das klingt cooler als Eisenmaske. Da ist noch was im Wasser drin. Oh. Okay, komm. Den haben wir zwar eben bekämpft und da hat noch was geglitzert auf der anderen Seite. Aber ich mag noch einen Kampf machen. So, wo? Was ist?
Ah, das ist dann ein Trugbild. Wenn wir in der Luft nochmal das Dreieck drücken, dann nutzen wir Trugbild. Wenn ich hochhüpfe und wir nutzen das, das funktioniert auch. Das scheint relativ viel Schaden zu machen. Ah, guck mal, ja. Und durch das Hochhüpfen und das Draufhauen beim Hochhüpfen haben wir den Schwachpunkt entdeckt, die Schwachstelle. Hier, das meinte ich. Den Stein hatte ich gerade noch glitzern sehen aus der Entfernung. Den Gegengiftstein. Ah, Leute, es ist einfach so nice. Leute von heute, ich liebe dieses Spiel. Oh mein Gott. Gut, aber ich würde an dieser Stelle sagen, auch wenn es mir schwer fällt, muss ich jetzt aufhören, damit ich alles noch so weit fertig bekomme. Oh, das ist echt verflixt schwer. Wow. Ne? Das muss ein Spiel erstmal schaffen, mich so zu flashen, dass ich nach 2 Stunden keinen Bock habe aufzuhören. Sehr schön, sehr schön. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Was hat meine Stimme gerade gemacht? Ach ja, ja, man merkt, ich bin im Hype-Modus. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei gewesen seid. Sehr, sehr schön. Ich hoffe, euch hat es sehr gut gefallen. Genauso gut wie mir. Das wird mich nochmal, das wird mich auf Wolke 7 hochheben, wenn ihr genauso viel Bock drauf hättet wie ich. Ich habe bei den anderen Tales of Teilen tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass es am Anfang gar nicht so beliebt war und die Leute, die dann aber mal mitgeguckt haben, gesagt haben, hey, oh mein Gott, wow, hätte ich am Anfang gar nicht gedacht, aber das Spiel gehört definitiv jetzt mit zu meinen Lieblingen. Also es war sowohl bei Berseria so, als auch bei Vesperia und ja. Von daher hoffe ich, dass ihr ganz, ganz lang die Treue haltet, auch bei Tales of Arise, was wie gesagt für mich momentan gameplay-technisch vom Gefühl her der beste Teil ist, den ich anspielen durfte. Grafisch ein bisschen anders, ein bisschen mehr Comic-Look, so von der Art her. Ja, und wenn es euch, wie gesagt, gefällt, wenn ihr auch auf RPGs bzw. im speziellen JRPGs steht, dann kann ich es euch wirklich nur empfehlen. Ich verlinke euch jede einzelne Version, die verfügbar ist, in der Videobeschreibung. Da müsst ihr gar nicht lang suchen, wenn ihr es euch auch zulegen möchtet. Und dann macht's gut. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und tschö mit Ö. Bis dann. To me, there's no maybe. There's only time for dreams even greater. I hear the call, and I close my eyes to see even clearer. I see it all. I know that we can go higher if we keep our faith, if we keep our faith. Sometimes I'm like a whisper in a riot, but I grow stronger, keep believing.